Jo Leute, ja, da sind wir wieder. Jetzt haben wir uns endlich ein schönes Haus gebaut, wie ihr in der letzten Folge, die ich euch ans Zeitraffer rausgehauen habe, ja, gesehen habt, wie ich das Ganze gebaut habe. Ja, ich habe jede Menge Lehm dafür verbraucht. Ich glaube etwa 106 stecken in diesem Dach hier. Und obendran, ja, haben wir jetzt ein schönes Dach aufs Glas, wo es nicht reinregnet, ja. Ich habe extra nicht noch weiter nach oben gebaut mit den Ziegelsteinen, weil sonst wäre das Haus wirklich einfach zu hoch geworden. Und ja, eigentlich so wie wir es jetzt haben, gefällt es mir ganz gut. Und so mir persönlich, ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja, und dieses Mal geht es hoffentlich mit den FPS wieder etwas besser, weil wenn ich hier jetzt Esc drücke, dann schreibt er mir immer im Log unten, für was er die Welt speichert, und jetzt wird H3 an so unsere Minecraft-Welt wird jetzt nicht mehr angezeigt, weil ich da den Chunkloader entfernt habe, und es lag doch tatsächlich auch am Chunkloader. Ja, und Chicken Chunks, also von da kommen diese Chunkloader, hat leider einen Fehler in der neueren Version jetzt, die ich geupdatet habe. Und damit funktionieren die Chunkloader leider nicht mehr richtig und verursachen leider gewisse Fehler, die man sich nicht wünscht. Und hier seht ihr jetzt, die Farm hier ist komplett gepflügt, eigentlich bereit für den Anbau, aber ich habe es jetzt hier eigentlich komplett umgestellt, dass sie nur noch Weizen und Gerste anbaut, und da hinten haben wir noch ein bisschen Baumwolle, das läuft jetzt noch nach wie vor. Aber eigentlich habe ich das nur gemacht, damit wir jetzt einfach viele Seeds bekommen. Wir haben jetzt auch etwa 10 Stacks davon, und im Planter drin ist auch noch alles voll. Also wir haben jetzt vorläufig mal genug Seeds. Ja, dann habe ich hier auch ein paar neue Bienenstöcke noch aufgebaut, und ich war auch noch mal in der Mystcraft-Welt unterwegs und habe da ein paar Bienen gefunden noch, wie zum Beispiel, wo haben wir sie denn? Glaube ich hier. Ja, genau, die Mystical habe ich jetzt auch noch. Die haben wir, glaube ich, schon gefunden gemeinsam, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier, diese vier sind alles Mysticals, so Mystical-Bienen, die da drin sind. Und hier haben wir jetzt neu noch Unusual. Also die habe ich jetzt auch noch gefunden in der Mystcraft-Welt. Davon habe ich, glaube ich, auch drei oder, es müssten etwa drei sein, die ich gefunden habe davon. Und hier noch Waldige, das sind eigentlich auch Standardbienen, die von Anfang an dabei sind. Die habe ich jetzt auch endlich mal noch gefunden. Und ja, sonst haben wir noch die Wiesigen und die Edlen da hinten, die funktionieren auch super. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge wirklich mal mit den Bienen beschäftigen, werden da die ersten Kreuzungen durchführen. Ja, ich möchte euch jetzt aber doch endlich auch mal noch das Haus ein bisschen zeigen. Also noch ein bisschen Dinge, die ich hier geändert habe. Zum Beispiel haben wir hier jetzt ganz viele schöne Bücher, und hier fehlt eine Fackel, genauso wie hier. Hier können wir auch noch eine machen, ja. Hier habe ich solche Bücherregale aufgestellt aus BiblioCraft, und da habe ich jetzt einfach mal alle unsere Bücher, die wir irgendwo her haben, so, habe ich da mal schön reingelegt und einfach nach den Autoren hier sortiert. Es steht da immer, von wem die Bücher sind. Vor allem von Gregtech gibt es sehr viele, die habe ich jetzt einfach mal alle hier ein bisschen reinsortiert, und ich denke, das Bücherregal wird sich dann noch füllen irgendwann. Ja, und hier hinten, die Farm ist ziemlich lange gelaufen, ja, jetzt haben wir hier fast 506 Holz im Vorrat. Ich war mal bei fast 600, aber der Boiler läuft ja zum Glück die ganze Zeit, und dadurch wird natürlich auch etwas Holz verbraucht. Und hier, ja, wir haben jede Menge Baumwolle hier. Daraus können wir uns dann mal Wolle herstellen und so. Und ja, hier haben wir jetzt einfach jede Menge Weizen drin, und ja, eben Gerste hier, was wir noch angepflanzt haben, und hier ein paar Stacks Seeds. Ich habe etwa 5 Stacks schon durchgelassen, um wieder eben diese da draußen die Bienenstöcke herzustellen. Und ja, ich muss euch auch noch schnell was zeigen. Hier in der Kiste habe ich mal. Da ist jetzt mal alles drin, so was wir bisher von den Bienen bekommen haben. Ich habe die Waben auch schon eben durch die Zentrifuge gelassen bis jetzt. Und ja, also mir gefällt es, und so funktioniert das. Und hier, ja, wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, wahrscheinlich auch. In der letzten Folge war ja, glaube ich, Folge 32, wenn das nicht 33 ist. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein schönes großes Haus.
wo wir hier oben dann werden wir bestimmt auch noch einige schöne Sachen reinbauen. Ich denke, das ganze Magie-Zeugs da von Formcraft und Ars Magica werden wir hier oben bearbeiten. Und da hinten wird auch so ein bisschen Liquid-Control-Raum oder so, wie auch immer, wie man dem sagen will, wird da hinkommen. Und ja, hier oben unser schönes Dach aus Glas. Das ist wirklich Glas, das ist nicht offen, das ist klares Glas aus Tinkers Construct, das ich euch ja gezeigt habe. Das haben wir hier überall drin. Und ich habe mein Bett gezügelt, das steht jetzt hier oben. Wir pennen hier oben, schön unter dem Dach. Und ja, das soweit mal zum Hausbau. Dann war ich auch noch im Nether und habe die Infernal Bienen da aufgestellt. Und dann haben die mich gleich getötet, weil die machen doch ganze 4 Herzen Schaden und das alle 2 Sekunden und die haben mich wirklich sofort getötet und deshalb habe ich jetzt ein bisschen etwas geändert, dass diese erst nach 5 Sekunden beginnen zu schwärmen, dass ich wenigstens noch Zeit habe, um schnell wegzulaufen, wenn ich die wieder kreuze. Und ja, das ist eigentlich bei den meisten Netherbienen so, dass die irgendeinen Schaden an einem verursachen. Ist eigentlich ziemlich logisch, weil die eben einem stechen. Normale Bienen stechen einem auch, wenn man nicht gerade aufpasst oder nicht gerade so freundlich ist zu ihnen. Ja, finde ich eigentlich auch noch ganz gut, dass das doch trotz allem geschieht. Dann hier die Industrial Grinder laufen immer noch die ganze Zeit. Ich habe da schon ein paar Kisten ja jetzt abgebaut, aber die Kisten, die da noch stehen, diese 4, die sind noch alle ziemlich voll. Und wenn wir hier reinschauen, wir haben jetzt über 2000 Kupfer da noch zum Schmelzen und ja, auch fast 1000 Silber und hier einfach jede Menge Dinge, die wir dann mal noch automatisieren müssen, um zu schmelzen. Und dann war ich auch noch im Nether unterwegs und habe mir endlich mal eine Netherfestung gefunden. Ich musste dazu über 4000 Blöcke weit laufen und so eine riesen Strecke eigentlich. Ich habe etwa eine Viertelstunde gebraucht, bis ich da war. Und da habe ich 4 Peaceful Table aufgestellt und diese bringen uns jetzt jede Menge Lohnrouten und so. Hier haben wir 3 Stacks oder Gaszellen, haben wir auch etwa 4 Stacks jetzt insgesamt. Und ihr seht hier, was ich hier davon bekommen habe, 3 Wither Skelett Schädel und ja, heute heißt es, wir brauchen einen Nether Star. Und von wem kriegt man das? Natürlich vom Wither, oder? Wir werden uns aber keinen bauen heute, weil wir noch keine Rüstung haben, sonst hat man keine Chance gegen den. Aber ich möchte mir heute den Magic Energy Converter bauen und diesen kräftet man mir aus so einem Leuchtfeuer. Und dieses Leuchtfeuer benötigt ohne Zweifel einfach einen Netherstern. Und so. Und diesen können wir uns glücklicherweise herstellen, habe ich gesehen. Einfach wenn man das hier so vom Wither aufbaut, dann brauchen wir einen Bogen und ein Diaschwert und wir kriegen einen davon. Und mit diesem Tome of Alcahest können wir diese auch vervielfältigen, noch wenn wir das hier machen, auch wieder 3 Skelettschädel, ein Dia und ein Netherstern einfach wieder. Diese Glowing Water sind ziemlich einfach zu kriegen, die sind also ich glaube, das ist ja auch alles aus von Xenos Real Query. Und so diesem Mod davon ist auch dieser, wie heißt der, der Chalice, der unendliche Wassereimer eigentlich. Und ja, das kräftet man so und das ist einfach ein leeres Vial mit Wasser gefüllt. Ja, dieses Tome of Alcrest habe ich mir bereits gecraftet, das wird, das war irgendein anderes Rezept, wir brauchen dieses hier. Genau, das wird so gecraftet, ich habe dazu schon mal einen Wither-Skelett-Schädel verbraucht. Und sonst war eigentlich nicht viel Spannendes dabei, einfach Gas trennen haben wir ja jetzt in Massen und Magma Creme, Gold, Lohnroute, Buch, Glowstone, Netherquarz und Lava-Eimer. Und der Vorteil ist auch, das geht nicht kaputt, das ist unendlich, das kann man immer wieder brauchen. Und wenn ich mal im Receipt-Buch noch nachschauen, da habe ich gerade die richtige Seite offen, man kann damit auch jede Menge Dinge einfach so vervielfältigen. Man benötigt eigentlich für die meisten Sachen Redstone, aber wenn wir zum Beispiel hier schauen, wir nehmen dieses Buch hier, eine Erde und ein Redstone und wir kriegen 7 Erde davon raus und das ist dann einfach weg und wir haben dafür 7 Erde, aber das bleibt und das kann man für alles hier eigentlich nutzen.
Man kann damit eben Lapis, Smaragde, Netherstars zum Glück. Und man kann auch Dracheneier herstellen damit. Einfach dies in die Mitte und ein paar Diamantblöcke außenrum. Und ja. Eigentlich ist das etwas cheaty, aber mir gefällt es einfach, wenn wir sowas hier drauf haben. Weil für spätere Versionen gibt es den Mod leider nicht mehr. Und hier hinten in dieser Endchest, da kommen jetzt die ganzen Items an, die aus dem Peaceful Table einfach ja, produziert werden, eigentlich in gewissen Maßen sozusagen. Und da muss ich immer wieder leeren zwischendurch, weil das füllt sich unglaublich schnell von 4 Stück. Und ich muss jetzt gleich mal irgendwo das ein bisschen auslagern. Wir schmeißen einfach mal alles hier in die Kiste. Die anderen sind ja schon ziemlich voll. Mal hier schön aussortieren, was wir nicht brauchen. Ja, das war jetzt ungefähr so die Ausbeute aus 15 Minuten ungefähr. Und also ja, mit diesen 4 Stück geht das wirklich ratzfatz, was wir da zusammenbekommen. Also, und jetzt brauchen wir mal ja, unser Magic Energy Converter und diesen Nether Star, da muss ich jetzt gleich auch nochmal nachschauen. Also wir brauchen 4 Sehnensand, einen Bogen, wie köftet man den? So genau. Und der Rest dürfte ja klar sein. Also 1, 2, 3. Und Strings sollten wir, glaube ich, auch noch irgendwo haben. Irgendwelche irgendwo. Ja, genau da. 1, 2, 3. Und dann brauchen wir 2 Diamanten. Wir haben jetzt hier 224 Diamanten, die uns alle der Steinbruch gebracht hat. Und auch Smaragde haben wir etwa 250 oder sowas. Ich habe es jetzt nicht gerade gesehen vorhin. Aber wir haben ja sowas. Also eigentlich haben wir genug zum Leben für den Anfang. Und wir brauchen das hier. Und dann war das so. Und diese 3 Fäden. Und wir haben einen Bogen. Dann brauchen wir noch den Seelensand. Davon haben wir auch ein paar. Aber wir werden uns die Nether Stars natürlich nicht immer so herstellen. Also, ich kündige jetzt schon mal an, Folge 40 werden wir einen wieder killen. Folge 40. Also, noch 7 Folgen und dann werden wir uns mal in so einen Wiederkampf begeben. Also, das heißt auch bis Folge 40 werden wir die Rüstung haben. Und mit dieser Rüstung werden wir ziemlich bald schon beginnen. Ich kann euch gleich mal zeigen, was ich bis zur nächsten Folge vorbereite. Wobei, ich habe gesagt, wir beschäftigen uns in der nächsten Folge mit den Bienen, aber diese Bienen, das ist eigentlich eine ganz kleine Sache. Das dauert nicht lange, eigentlich nur das Kreuzen selbst dauert lange und da müssen wir eigentlich nicht dabei sein. Also, wir bauen uns ja die Power Suite Rüstung, wie gesagt. Und dazu brauchen wir dann auch mal dieses Power Armor Tinker Table, das werde ich bauen. Und dann hier einfach alle Dinge von der Power Suite Rüstung, Helm, Chestplate, Leggings und Fist und natürlich auch die Boots. Also die sind eigentlich ziemlich billig, die brauchen einfach die meisten dieses Wiring. Und das ist auch ganz einfach so zu craften, ein bisschen Silber, Kupfer und Kupfer einfach wirklich einfach zu craften. Also, aber das, was man dann einbaut nachher, zum Beispiel Jetpack oder so, oder Energy Shield als Verteidigung, was man da alles einbauen kann, das kostet dann wirklich viel, viel Ressourcen, aber wir haben es ja jetzt zum Glück und damit sollte das funktionieren. So, aber jetzt brauchen wir ein bisschen Obsidian, 3 Stück. Und der kommt in die Mitte und Glas haben wir da. Ich habe übrigens auch nichts vorbereitet für den Magic Energy Converter, so wie an unser Leuchtfeuer. Und jetzt habe ich es natürlich wieder gelöscht. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Teleporter, habe ich gesehen. Also schreibe ich das hier nochmal schnell: Magic Energy Converter hier.
und so zwei Taumium, das haben wir natürlich. Und Circuits, das muss ich glaube ich wieder vorbereiten. Ich glaube nicht, dass ich noch welche habe davon. So, hier sieht es schon mal nicht gut aus. Hier auch nicht. Also dann machen wir uns einfach welche. Und ja, wir schauen jetzt gleich nochmal in die Ender Chest, mal sehen, was da ankam. Ja, seht ihr, das ist schon wieder zusammengekommen ist in dieser kurzen Zeit. Ich sortiere das jetzt schnell aus. So, wir schmeißen einfach mal alles hier rein. Ich sortiere das dann selbst. So, wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Kupfer hier. So. Dann brauchen wir noch Glasfaserkabel nachher, davon sollten wir noch haben hier. Wir brauchen 4 Stück. Wobei diese 8 Kupfer, die werden nirgends hinreichen. Wir brauchen mehr. Warum habe ich eigentlich gerade 8 Kupfer genommen? 32. Das sollte reichen. Theoretisch. Ja, wir sind schon bei 16 Minuten. Ich denke, ich werde einen längeren Part machen. Ich mache das jetzt etwas länger. Ich ziehe das jetzt durch mit diesem Magic Energy Converter, den bauen wir in der heutigen Folge jetzt fertig. Wenn wir schon mal etwas Neues wieder haben, dann bauen wir es uns auch. Also ja, diese Copper-Kabel sollen uns jetzt mal machen, ein paar davon. Und was brauchen wir sonst noch? Ein Patronkristall. Und beim Teleport, was braucht ihr? Einen Advanced Maschinenblock. Ja, das ist nicht gerade. Ich weiß nicht, ob wir noch Advanced Alloy haben. Mal sehen. Wobei, ich denke, wir haben noch. Was haben wir denn noch? Haben wir überhaupt noch irgendetwas? Also Carbonplatten haben wir hier noch 32, aber die gehen uns auch bald wieder aus. Und haben wir hier irgendetwas noch, was nach Advanced Alloy aussieht? Vielleicht hier drin. Ja, wir haben 26 noch zum Glück. Dann brauchen wir ein paar Refined Iron Plates. Und zwar 8 Stück. Und dann, ich hoffe, wir haben noch einen Iron Wrench. Doch müssen wir eigentlich haben. Hier drin. Oder nicht hier drin, oder auch nicht, nein. Haben wir hier vielleicht noch einen. Da drin müsste sich eigentlich noch einer befinden, aber wir haben hier auch keinen mehr. Uns sind wirklich die Dinge ausgegangen mittlerweile, habe ich das Gefühl. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen, aber dann machen wir eben diese Folge mal etwas länger, weil ein netter Star zu bekommen, das ist auch nicht gerade, das macht man auch nicht gerade jeden Tag, oder? Also haben wir noch Refined Iron überhaupt? Nein. Dann brauchen wir mal, wir machen einfach mal ein paar Refined Iron, lieben Gott wieder. Der Ofen müsste ja eigentlich aufgeheizt sein, den lasse ich ja immer laufen hier. So, hoffentlich ist die Wiremill jetzt ziemlich weit gekommen, mal in dieser Zeit. Ja. Die arbeitet zum Glück gut und zuverlässig. Die haben jetzt Refined Iron. Und hier, wie sieht's aus? Ja, 9 Stück. Doch, das sollte reichen wieder für ein bisschen was. Und wir brauchen auch noch Refined Iron Plates, wieder ein paar. Wir sollten uns unbedingt mal die Crafting-Anlage hier von Applied Energy 6 craften. Das ist auch eine Aufgabe von der Stufe 2. Eigentlich schon eher Stufe 2 Advanced, aber das ist ja auch dabei, eigentlich gehört da zusammen. Insgesamt, ich könnte das schon ein bisschen genauer aufteilen noch. Aber da habe ich jetzt nicht die Lust dazu. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal nur noch. Wir brauchen keine Iron Plate, sondern normales Refined Iron. So, diesen Wrench brauchen wir. Und dann machen wir das so. Und dann brauchen wir noch das hier, damit wir einen Advanced Maschinenblock bekommen. Genau.
Und jetzt kommt mal etwas Bravo bitte mit. Und dann brauchen wir noch Redstone. Keine Ahnung wie viel, wir sollten ja hier noch welches. Ja, wir haben noch einen ganzen Stack. So, das kommt in die Mitte. Und das müssen wir einfach hier schnell craften. Macht nichts. Ja, irgendwie beginnt es jetzt auf einmal wieder zu laggen, aber zum Glück nicht mehr so extrem wie damals, wo ich das Haus gebaut habe. Ihr habt es ja in der Aufnahme zum Glück nicht gesehen, dass ich mit vierfacher Geschwindigkeit, ja, dass ich sie mit vierfacher Geschwindigkeit gezeigt habe, da werden die Lags gerade so knapp ausgeblendet, habe ich bemerkt. Ja, das ist auch gut so. Einen Ruby brauchen wir noch. Und ein bisschen Lapis. Dann können wir uns gleich den Energiekristall noch machen. Ruby. Haben wir hier ein paar. Dann, ja genau, Lapis. Da haben wir jetzt auch etwa 800, 834 waren es vorhin. Jetzt haben wir noch 828. Lapis haben wir auch jede Menge bekommen durch den Steinbruch. Und wir haben einen Energy Crystal. Jetzt muss der noch zu Lapatron gemacht werden. Ja, dann haben wir einen. Und jetzt brauchen wir noch das hier und ein Kupferkabel. Dann haben wir das hier. Das brauchen wir für den Teleporter. Also, wir haben den Teleporter, der braucht diesen hier und einen Diamanten noch. Das müssen wir uns organisieren irgendwie. Und Glowstone. Ja, wir gehen jetzt einfach mal nach hinten und craften uns hier mal richtig was. Wobei, wir nehmen jetzt einfach mal hier ein bisschen Lapis mit und ein bisschen Glowstone, wenn wir diesen noch finden würden. Ja. Und dann gehen wir wieder nach vorne, weil wir brauchen jetzt, glaube ich, etwa 8 Advanced Circuits, wenn ich das richtig gesehen habe. Also hier brauchen wir welche. Und hier auch, ja, 8 Advanced Circuits. Und bevor ich es vergesse, brauchen wir noch einen Diamant. Einen Diamanten bitte, hier. So, dann machen wir wieder mal hier ein altes Rezept. Advanced Circuits bitte. Und überhaupt ist das gerade fehl, was ich hier mache. Das kommt nämlich so hin und Redstone kommt ja außen rum. Das heißt, wir brauchen einen halben Stack Redstone mal schnell. Einfach so irgendwo hier. Wir haben ja zum Glück irgendwo überall immer ein bisschen was rumliegen. Das sollte ich mal aufräumen und wenn wir dann die Applied Energistics Crafting Anlage haben, ist das Craften hier überall sowieso eigentlich überflüssig, aber ich muss dazu noch mehr Speicher kriegen irgendwie. Wobei wir eigentlich bisher eigentlich schon genug von diesen Quarzen haben, damit wir mal etwas Schlaues daraus bauen könnten. So, Magic Energy Converter. Mein Teleporter kommt zuerst. Okay, das ist klar. Das geht so. Advanced Maschinenblock kommt in die Mitte, Diamant unten, Frequenztransmitter oben und auf der Seite. Was kommt auf die Seite? Ja. Ah, die Kabel. Genau. Also der kommt oben, Advanced Circuits rundherum. Dann war der unten. Demnach muss das Leuchtfeuer in der Mitte sein. Und was kommt auf die Seite? Taumium, mein Gott, natürlich. Taumium habe ich hier schon einiges gefunden, 31 Stück. Das habe ich eben von diesen vielen Spoilsback, die man durch Monster bekommt, habe ich so viel bekommen. Und wir haben unseren Magic Energy Converter. Vielen Dank. Und ich würde sagen, weil, was hat der hier? Der müsste ein Output von irgendwas 2 und 3. Ne, was hat. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie viel Output das der hat. Aber
Ich würde sagen, wir produzieren damit am besten Strom für den Matter Fabricator. Oder doch, wir machen das für den Matter Fabricator. Weil wir brauchen den Matter Fabricator sehr bald. Wir haben jetzt mittlerweile hier 29 UU Matter. Eigentlich ein sehr gutes. Etwas sehr Gutes, ja. Die Frage ist jetzt eigentlich mehr, wo wir den anschließen. Ich würde mal sagen, hier hinten einfach hauen wir hier ein Loch rein. Ja, und 25 Minuten so von der Länge her, was wir jetzt haben, sollte eigentlich auch kein Problem sein. Also wir klatschen den da drauf. Und jetzt mal sehen. Aha. Wir können hier Purified Windtime. Wie gesagt, wie auch immer, ja. Das produziert 256.000 EU und Windium, das haben ja jede Menge, etwa 3-4.000 oder so haben ja. Auf jeden Fall, dieses Purified Windium, das macht man ganz einfach, indem wir eben von diesem Windium das nehmen, von dem wir etwa 3-4.000 in unserem Applied Energistics Lager haben. Und diese Blumen hier, die kriegt man auch einfach aus der Natur, die kann man ja überall eigentlich finden. Und Arcane Ash kriegt man, wenn man diese Arcane Compound schmilzt und das ist so zu craften. Also Purified Windium werden wir ganz bestimmt hier mal verbrennen dann. Oder hier auch Quecksilber, davon haben wir auch ziemlich viel. Das ist magischer Talg, das kommt aus Formcraft, sowie auch Bernstein kommt auch aus Formcraft und dann die ganzen Scherben hier aus Formcraft, das ist auch aus Formcraft und was können wir noch hier, Erfahrungsfläschchen, also Bottle O Enchant können wir auch verbrennen oder Enderperlen, sowie Gastrend, die geben einen, auch eine halbe Million EU und hier, das finde ich vor allem gut. Der Netherstern, der bringt 100 Millionen EU, also 100 Millionen EU, damit könnte man um die 6-7 UU-Meter herstellen. Oder das Leuchtfeuer könnte man natürlich auch gerade direkt verbrennen. Oder dieses magische Wachs kann man auch verbrennen, gibt 6000 EU und dieses magische Wachs bekommen wir von den Bienen. Genauso wie Mäßigwachs, ja, das bekommt man auch von irgendwelchen Bienen. Und der normale Windium, das gibt auch 32.000 EU, aber wir machen diesen Purified. So, ja, damit war's das für die Folge. Danke fürs Zusehen. Wir haben jetzt Nether Stars eigentlich für immer, indem wir dieses Tome of Alcarest haben hier und ja, Energie haben wir jetzt auch genug. Also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.